Pax Ultimus. Ich habe aus Japan, Bruder, die Top 10 Anime. Und Inosuke, der Bruder muss jetzt bewerten, ob die Japaner recht haben oder nicht. Okay, Inosuke? Okay. Also wir haben auf Platz 10 Haikyuu, Bruder. Ist das legitim? Nicht wirklich. Erzähl, Bruder, warum? Character Development nicht so da. Mhm. Ist halt so, Sportanime ist ganz geil. Mhm. Man hat Bock auf Volleyball danach. Mhm. Top 10 ist nochmal was anderes. Ja, Bruder, ich würde das niemals in meinen Top 10 packen, Haikyuu. Also an die Haikyuu-Fans, tut mir leid, Bruder. Auf Platz 10. Willst du Haikyuu auf 10 packen? Nein. Nein? Nein? Ja, für die heutige Zeit ist okay. Ist guter Sportanime. Ja, Bruder, ich sag so, sowas wie Slam Dunk Ipo besser. Ja, Bruder, Slam Dunk ist Gold. Heute wird noch der Film geguckt. Slam Dunk The First. Habt ihr gehört? Auf jeden Fall Platz 9 Evangelion. Ich muss sagen, ich mag Evangelion gar nicht. Ich hab's auch nicht verstanden. Also, ich hab's nicht verstanden. Mhm. Aber den, alle feiern's, keine Ahnung. Warum? Einfach alle sind alles. Will so tun, als ob sie es verstehen. Alle sind depressiv und weinen dann nur. Ja? Okay. Auf Platz 9 Evangelion? Nee, Evangelion mag ich nicht. Aber Haikyuu 10 eigentlich schon wert. Das hat viele im Sport berührt. Ja, okay. Aber ich sag so: Evangelion ist ein Anime, ich finde den extrem overhyped. Ne? Ich mag den gar nicht. Evangelion. Ich hab den noch gar nicht geguckt. Also, ich mag ihn nicht. Nee? Mag ihn gar nicht. Richtig eklig, Digga. Platz 9 Evangelion? Evangelion immer Klassiker. Hast du das? Kann man immer machen. Ehrlich? Ich hasse Evangelion. Boah, ich hab die Filme geliebt. Jogi, die Filme sind gut. Hast du Anime gesehen? Ja, hab ich auch gesehen. Das Ende hat meinen Kopf gefickt. Bruder, guck, sag so, ist es ein Anime? Der ist für mich zu Depri, Bruder. Das stimmt, der ist auch. Das Ende war auch brutal komisch. Sagst du, wie es ist? Ich hab nichts alle gehabt. Klatschen auch so. Bruder, hast du alle Enden gesehen? Ja, auch sein, wo der erwürgt, ne? Wo der erwürgt, wo plötzlich alle explodieren einfach. Das ganz komisch. Gesehen, okay. Ganz komisch. Okay, Bruder, wir gehen weiter. Den Anime kenne ich jetzt nicht, Platz 8. Oh, habe ich ein bisschen angeguckt, bis jetzt top, kann ich nur weiterempfehlen. A Place Further in the Universe, noch nie gesehen, bitte mal empfehlen, dass das gut ist. Okay. Madoka Magica? Oh, das ist anders. Dann denkst du, das ist so süß. Mögt ihr den? Es war in Ordnung. In Ordnung? Sag, Madoka Magica, Bro. Ist gut, hast du gesehen? Nicht geguckt. Ja, aber alle hypen das immer. Alle hypen das, ehrlich, ich habe noch nie davon gehört. Also, nicht nie davon gehört, aber nie jemand gesagt, so, oh mein Gott, Top 10, Top 10. Ich habe nur gehört, das ist so ein Emo-Depri-Magical-Ding. Madoka Magica, Bruder, 7? Underrated, muss man sagen, Madoka Magica. Guck, ich hab ehrlich... Man lässt sich schnell davon... Genau, Bruder, ich hab ehrlich noch nie angefangen, weil ich dachte immer so, boah, das sind kleine Mädchen, Bruder. Aber ich hab gehört, die schlachten sich ab, die Kollegen, ne? Boah, ist krass, also ich hab das damals geguckt, da gab's so einen Sender, der ist Animax, da lief Bruder, das... Bruder, ich auch! Auf Animax, Bruder, hab ich immer Soul Eater geguckt. Soul Eater, Bro, High School of the Dead, aber... Ich auch, Bruder, ja, gesehen und zeigen, Bruder, ich merke, Bruder. Aber Platz 7 ist zu viel. Underrated, ja, hätte ich auf 12, 13 gesetzt vielleicht. Okay, Bruder, okay. Nein, wir gehen weiter. ReZero, meiner Meinung nach, der beste Isekai. Mir egal, Bruder, ob ihr sagt Mushoku Tensei oder sonst was. ReZero ist mein Isekai. Aber ich würde das niemals auf Platz 6 machen. Ja, valid. Absolut valid. Okay. Einer der besten Isekais. Mhm. Okay, ich sag ReZero, Platz 6. Okay. Ja? Ja, ist okay. Ja? Ich find ReZero ist der beste Isekai. No joke. Was ist der beste? Ich mag Slime ziemlich arg. Slime ist nice. Ja, Rimuru ist nice. Ich sag ehrlich. Auf Platz 6, ReZero? Bruder, ReZero, größter Rotzmann. Magst du ich nicht? Mag ReZero gar nicht. Hast du durchgesehen? Nee, Mann, ich hab mitten abgeholt. Ich konnte es nicht mehr. Also in der Mitte, also welche Folge? Ich weiß es nicht mehr. Es war relativ am Anfang. 3, 4, ist aber schon schade, lange Bruder. Her. Weil ich finde, wenn du ReZero schaust, Bruder, ab Folge 10, 15, so, das geht ab, Bruder. Meiner Meinung nach. Vielleicht fange ich es mal wieder an. Okay, Gintama, Bruder? Absolut, ja. Top Tier. Gintama ist top Anime, top, Bro, top, ne? Top Tier Comedy. Ich kann es nur weiterempfehlen. Aha. Komplett underhyped. Aha. Viel, Bruder, viel besser als. Du lebst wie ein Tiger, Bruder. Wie ein Löwe, danke. Aha. Gintama 5? Ja. Habt ihr gesehen? Ja. Oh mein Gott, geil, warte, ganz kurz. So muss das, so will ich das sehen. Gintama, müssen wir nicht viel reden, Bruder? Müssen wir nicht viel reden, ich kenne auch dein Video aus Ruffy. Aha. So. Auf die 1. Mit Bruder, Gintoki. 1 und 2 mit One Piece. Gintoki, Bruder. So. So, Platz 4, Evergarden. Violet Evergarden, ich kann nicht sagen, meine Freundin guckt so, sie liebt Violet Evergarden. Okay. 10 von 10. Er muss aus Herz sagen, so? 10 von 10. Okay. Ich habe selber auch geschaut, ist jetzt nicht so mein Anime, aber ist so süß und sieht gut aus. Ne? Und wie gesagt, aus Respekt zur Freundin ist 10 aus von 10 Anime. Aus, ne? Aus Respekt zur Freundin, 10 so. Von 10. Evergarden 4? Ja, ich auch. Ja, die so auf süß so, ne? Auf ja. Süß. Ja. So viel geheult. Ja. Sag mal so, ich bin zwar ein Typ, aber... Also ich bin gar nicht emotional eigentlich, aber ich hab so viel geheult. Aber es sieht schon krass aus, so animationstechnisch ist schon heftig. Auf jeden Fall. Etwas Besseres.
Habe ich noch nicht geguckt, Bruder. Ja, so diese, wenn aber ich habe gehört, der soll richtig schön und emotional sein. Wenn du sein. Mit Chai bist, Bruder, weißt du? Weißt du? Noch so weit so, ich noch nicht. Bruder. Weißt du? Okay. Kannst du mit, also. Attack on Titan 3? Valid, ja. Ja. Kranke Storyline. Mhm. Ich meine, wenn man es nochmal durchguckt, man sieht die ganze Zeit ja, da irgendwas so. Ja. Season 1 wird ja alles predicted. Und wenn du One Piece aktuell wärst, würdest du es auch One Piece sehen. Ich hab, einer meiner besten Freunde sagt die ganze Zeit, du musst One Piece gucken, du 100%. Musst One Piece gucken. Stell dir vor, du stirbst, ohne zu wissen, was One Piece ist. Umsonst gelebt. Ja, Bruder. So, auf Platz 3 Attack on Titan fühlt ihr wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Warum mögen alle Mädchen Attack on Titan? Levi. Ich weiß nicht, das reicht mit. Das heißt einfach mit. Es ist Adrenalin, einfach, ne? Ja. Mhm. Und Levi. Ja. Aber Levi, ne? Come on. Attack on Titan 3? Ja, ist okay, hat auch seinen Hype, das ist ja wahrscheinlich auch ganz weit oben. Ich hätte aber auch Top 10 gesetzt. Attack on Titan sehr. Ja, also meiner Meinung nach finde ich, Attack on Titan muss in Top 10 sein. Ja. Muss aber jetzt nicht irgendwie 3 oder 2 sein, oder? Nicht 3, würde ich auf 5, 6 schätzen, ja, ungefähr. Mhm. Ja, würde passen. Auf 2 ist Steins Gate. Steins Gate. Nicht durchgeguckt, aber soll sehr geil sein. Ja. Ist cooler Anime. Also ist legit nicht Top 10, aber guter Anime. Bin Fan vom Thema bis jetzt so. Auf 2 Steins Gate und auf 1 Code Geass. Ist das legit? Ja, Code Geass auf 1. Code Geass stark, ne? Ja, bitte. Code Geass ist okay, aber Steins Gate gefällt mir irgendwie nicht so. Also ich hab's angeguckt, aber es ist nicht schlecht, ja, aber so hoch nicht. Du hast locker abgebrochen bei Folge 2 oder 3 oder sowas, ne? Nein. Hast du durchgeguckt? Ich hab die erste Staffel durchgeguckt und die zweite angeguckt. Du magst es nicht? Und ich mag es nicht. Kann jemand dir helfen? Oder? So, oh, jetzt auf 2 und 1, Bro. Bro, Steins Gate Klassiker hat immer... Dein aber niemals 2 Uhr. 2 hätte ich nicht gesetzt. Mhm. Ist aber gut, kann man jedem empfehlen. Ist wie ein guter Top 20er, Bruder, meiner Meinung nach. Würde ich auch sagen. Aber Code Geass, sage ich wie es ist. Hot Take ist das bessere Attack on Titan. Ah, Attack on Titan sogar? Ja. Ich würde Death Note, hätte ich jetzt gesagt. Auch, aber ich finde, Code Geass hat gute Parallelen mit Attack on Titan. Kann man, sage ich, ist das bessere. Lelouch ist ein besserer Protagonist. Bruder, Lelouch, Bruder, er sagt nur das Ende. Bruder, ne, ich will nicht sagen, so, ne? Was hat er gemacht? So. Code Geass 1. Boah, weiß nicht. Ah, ein bisschen schwierig. Ist gut. Mhm. Man kann vielleicht sagen Top 10, aber Top 1 nicht. Top 1 würde ich niemals sagen. Also viele feiern Code Geass, aber. Ich fand's persönlich sehr geil. Ja. Lelouch ist auch ein krasser. Lelouch, einer der besten MCs, meiner Meinung nach. Das ist wirklich so, in vielen Animes finde ich, man enjoyt so die Side-Character teils mehr als den Main-Character, aber das war wirklich ein Anime, wo ich dachte so, okay, Lelouch, Main-Character. Auch die Bindung zwischen Lelouch und Susak krass. Ja, ich fand einfach allgemein, wie er jeden Charakter influenced hat. Diese richtig. Augen, Bruder, die brauchen wir eigentlich, diese. Und wenn ich mal nicht zu viel spoilern, Bruder, findest du, Bruder, die Japaner haben sich gut entschieden in den Top 10 Ring, weil es ist auf der Liste. Ja, man konnte schon vieles tauschen. Ich finde persönlich, Bruder, die Liste ein bisschen wack, Bruder. Ja, man kann da schon vieles. Wo ist One Piece? Wo ist One Piece, Bruder? Wo ist One Piece, bestes Beispiel. Wo ist One Piece? Dem Ginter mal reingemacht, Ehre. Wo ist One Piece, Bruder? One Piece fehlt, Bruder. Was gibt's noch für Klassiker? So. Slam Dunk fehlt oder so. Hajime no Ippo. Hajime no Ippo fehlt, Bruder. Ne? Deswegen, ich finde die Liste ein bisschen schwach. Man merkt, Bruder, Japaner haben keinen Taste. Ja, Bruder, aber Japaner machen es auch für uns. Ja, die machen es für uns, weißt du? Gutes Essen haben die auch. Sehr gutes Essen. Guten Tag erstmal. Aber auf jeden Fall. So, deswegen, ich wüsste dir erstmal, danke, Bruder. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und check den Bruder ab auf seinem Kanal, Bruder. Auf TikTok kommt ein neues Video online, Bruder. Da bin ich auch dabei. Check dann. Ja, Mann. Damit die Nerds mal auch ein bisschen abnehmen, ein bisschen Sport machen. Auf Kaito-Cha. Dankeschön. Danke, Bruder. Ja, mit dem ich schön sind. Sensei Ultimate Michelle, Glocke like, Abo kommen und sah, Afrika braucht Geld, Kingdom mehrfach aktuell, er arbeitet wie ne Bitch, jeden Tag live auf Twitch, nach dem Papa Bango Star, ist euch unnormal dankbar, also kommt, schaltet ein, und ihr werdet Ultimate, kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.